Hallo Leute, heute spiele ich das Tresorraub-Auswahl-Herausforderung. Bevor wir mit dem Video anfangen, würde es mich sehr freuen, wenn ihr mich abonniert und ein Like da lasst fürs Video. Ich brauche nicht mehr viel Feedback und Abonnenten, würde mich sehr freuen. Ich habe noch keinen Creator-Code, aber ihr könnt beispielsweise Big Spin da so eingeben, falls euch hier was im Shop gönnt. Und ja, dann öffnen wir erstmal hier die Goldkiste. Da spenden wir mal kurz. Und dann gehen wir auch direkt in die Runde rein. Let's go. Mal gucken. Also hier musst du immer Karten auswählen, also Cycle-Karten immer auswählen. Also hier wäre jetzt Pfeile besser. Hier könnten wir den Eismergel nehmen, weil wir haben Pfeile. Dann, oh, beide sind gut, beide sind gut. Aber ich glaube lieber den Koboldbohrer, ja. Hier die Guards. Weil dann hat jetzt nichts gegen meinen Koboldbohrer, halt nur die Lakaien, oder? Aber ich habe ja Pfeile. Deswegen ist alles okay. Jetzt beispielsweise könnte ich einfach ein Eis Feuergeist bringen. Mal gucken, was jetzt bringt. So. Okay, er bringt nichts, er lässt es einfach durchlaufen. Okay. Hier bringe ich einfach mal sowas. Hier sind jetzt die Banditen, die dann schön erstmal alles abfängt. Ihr könnt schon den Koboldbauer bringen, könnte gut werden. Jetzt muss er sehr. Also, jetzt muss er eine Lakaienhorde bringen. Jetzt muss er die Lakaienhorde bringen, aber schon Pfeile. Er muss die bringen. Okay, er bringt die nicht. Das ist ein Fehler, mein Freund. Weil das ist ultra viel Schaden. Ihr könnt. Ah, oh, scheiße, ich hatte einen Eismeiger gemisst. Egal, gar kein Problem. Wir haben gefühlt. Ja, seinen halben Dings schon geholt. Wir brauchen auch nicht mehr so viel. Jetzt könnten wir nicht sowas bringen. Hier dann mal die Wächter. So, jetzt könnten wir mal kurz gucken. Hier wären jetzt Pfeile sehr, sehr gut. Hier bringen wir einfach Pfeile drauf. Jetzt muss er das verteidigen. Ich glaube, der kann nichts hier, ja. Die Prinzessin war komplett scheiße. Jetzt könnten wir nicht den Koboldmauer bringen. Und was haben wir, glaube ich, damit? Haben wir das? Okay, er zappt. Ja, ich glaube, das haben wir, ja. Der E-Geist bringt auch einfach gar nichts, ja. Gewonnen. Und da BM wir den einfach mal mit. Hiha. Let's go. Gegen Tom haben wir easy gewonnen. Gar kein Problem. So. Jetzt 3000 Gold. Geil. Und ich brauche auch nicht mehr viel für Level 50. Deswegen upgrade ich jetzt erstmal alle meine Karten. Ich werde dafür auch noch ein Video machen. Boah, ich brauche nur noch 2000 XP, Digga. 2000 XP. Und dann sind wir Level 50. Stark. Sehr, sehr stark. Gefällt mir. 2000 XP. Wie kann man denn am schnellsten XP bekommen? Weiß das jemand? Schreibt das mal bitte in die Kommentare. Ich weiß es nicht. Was wäre jetzt die Taktik, um XP zu bekommen? Ich weiß, spenden könnte man, aber es gibt halt, keiner hat gerade angefragt. Was gibt es denn noch? Ja, egal. Kriegen wir hier irgendwo... Ja, hier kriegen wir noch eine Goldtour, Gold wieder, aber es ist halt wenig Gold, Digga. Es ist 1000 Gold, Digga. 1000 Gold. Egal. Hier wieder die Kanonenkarre. Einfach die Kanonenkarre nehmen. Poison. Poison ist gut. Dann die Seppis, die sind auch gut. Und die Königsrekruten, die. Weil das ist ja so eine Spam-Karte, könnte man ja sagen. Und deswegen ist sie auch geil. In dieser Dings. So, ah, okay. Heilgeist ist ekelhaft. Aber sonst haben wir... Oh, wir haben zwei Spirits, Digga. Egal. Und das ist halt so scheiße, Digga. Das ist halt so scheiße. Das ist sehr, sehr scheiße. Wieso haben wir zwei Spirits? Wieso? Ich splitte mal die Seppis. Dann könnte ich eigentlich hier die Kanonenkarre spielen. Oh, nee, Digga, wir haben... Oh, wir haben einen Kobold-Riesen. Och, der Eisgolem da, der Eisgolem, ja moin. Der Eisgolem mit 0,5 AP.
Okay. Wir müssen jetzt nicht direkt aufgeben. Wir können das noch gewinnen, wir können das noch gewinnen. Alles ist noch möglich hier. Wir müssen jetzt nicht instant aufgeben. Wir könnten das auch noch gewinnen. Hoffentlich stirbt der Dart Goblin. Wichtig. So, wir sind sogar am Führen. Nein, doch nicht am Führen. Aber halt nur ganz wenig Unterschied. Okay, er bringt jetzt seine Skelly-Drinks. Da bringen wir jetzt einfach mal ein Poison drauf. Hoffentlich wird der Poison die Skelly-Drinks killen. Ja, wichtig. Jetzt splitten wir mal die Seppis. Wir werden einfach nur splitten. Ganze Zeit nur am Splitten und dann einfach die Spirits am Turm cyclen und das war's. Jetzt einfach die nächste Königsrekruten ganz einfach hinten spielen, ja. Das ist die Taktik, dann kriegen wir noch einen geilen Rekruten-Hit, sogar zwei. Das schmeckt. Dann können wir eigentlich hier, könnte man einfach einen Poison drauf, einfach einen Poison drauf. Hier dann einfach einen Königs ist ein Koboldriesen. Ne? Einfach rein, einfach rein. Er muss seine Rakete spielen, Bruder. Der Heilgeist wird ihn wieder healen. Heißt das healen überhaupt? Oder halt hochheilen, ne? Könnte man sagen. Ganz einfach. Hier könnten wir gleich einfach Poison drauf spielen. Müssen wir eigentlich nicht machen, was machst du? Oh mein Gott. Der Gegner ist scheiße, Digga. Ich glaube, der Keimel ist auch ein bisschen scheiße, ne? Oder? Na, der eine überlebt hat, der eine Lakai, der Elite-Lakai hier, ne? Hier könnte man jetzt wieder einen Heilgeist plus Dingsgeist. Keine Ahnung, wie der Geist heißt. Oh, Bruder, wieso spielst du die Skelly-Drinks immer wieder in den Poison rein? Also, wie spielst du Clash Royale, Digga? Wie spielst du Clash Royale? Ich spring einfach wieder meine Königsrekruten auf dem Feld und er wirft einfach die Rakete, ja. Er gibt einfach auf. Er gibt einfach auf. Geil. Da schreiben wir mal Danke. Und dann Bier mitnehmen. Dann noch das. Dann das auch. Chicken Emote, weil er es auch gemacht hat. Und ja. Zweite Runde auch gewonnen. Wir machen noch. Zwei Runden machen wir noch. Zwei Runden. So. Ich bin übrigens auch schon Liga 9 und ich werde bald auch noch für Liga 10 pushen. Dafür mache ich auch ein Video. Aber ich muss halt. Erstmal möchte ich Level 50 erreichen. Und dafür brauche ich halt noch ganz, ganz wenig. Also Leute, wenn ihr in diesem Clan seid, dann fragt mal Karten ab, damit ich mal schnell Level 50 werde. Weil ich brauche nicht mehr viel Level 50. Das würde mich freuen. Ich brauche ja noch 2000 XP. Das wäre geil. Ich möchte unbedingt Level 50 werden, weil diese Truhe, die wird so fett werden, ne? Diese Level 50er Truhe. So, hier ist es schlauer, den Kobold Giant zu nehmen, weil der hat ja noch diese zwei Spear-Gobs, die da mithelfen. Hier wären, boah, es ist schwer, Skelette wären in der Defensive sehr gut, deswegen Skelette. Erdbeben, ja, Erdbeben. Weil eine Rakete auf diesen Tresordings zu werfen, ist dumm. Ein Erdbeben, falls er jetzt ein Gebäude oder so hat, wäre ein Erdbeben jetzt sehr, sehr geil. Das Geile ist, wir können jetzt einfach Skelett hier so spielen. Und dann muss er die auch noch verteidigen, ne? Ja, er muss die noch. Oh, schade. Springen wir jetzt Fledermäuse, jetzt muss er die auch noch verteidigen. Muss er, also das muss er. Ja. Das muss er verteidigen. Ansonsten wird es krachen. So. Okay, hier bringen wir jetzt einfach sowas. Ja, okay, das war ein bisschen dumm von mir. Das war sehr, sehr dumm von mir, ist aber egal. Ah, okay. Wir kriegen jetzt zwei Hits ab, ist aber nicht schlimm. Hoffentlich macht der Hunter keine Unehre. Ja, wichtig. Der Heilgeist war komplett Dogshit eigentlich, aber ja. Springen wir jetzt meinen Kobold-Riesen, Digga. Ey, warum sag ich das denn den königlichen Riesen, Digga? Ja, okay, mein Kobold-Riese stirbt, ist aber nicht schlimm. Hier bringe ich einfach einen Baby Dragon. So. Der wird schon alles abklären. Dann bringe ich hier Skelette. Hier dann die Fledermäuse. Ja.
Der. Oh, wichtig, Digga. Der Baby Dragon. Ja, okay, der Heilgeist war gut. Ja, der Heilgeist war gut. Egal, wir können es noch gewinnen. Wir haben erst noch 300 Schaden kassiert. Das ist noch nichts. Wir haben noch gute Chancen gegen ihn. Jetzt gehen wir mal mit so einem Push rein. Warum der Eisgolem? Wegen der Skelettarmee. Und jetzt gucken wir mal, was jetzt noch zu bringen wird. Okay. Erst sollte der Eisgolem sterben und dann wird die ganze Skelettarmee sterben. Oder halt so ungefähr die Hälfte. Und dann wird unser Koboldriese erstmal im Turm sein. Wir bringen jetzt unseren Baby Dragon. Plus der nächste Fischer. Wir bringen mal hier Skelette. Ah, guck mal, er bringt eine Rocket. Er bringt eine Rocket, Digga. Wie kann man so ekelhaft sein? Egal, gar kein Problem. Jetzt müssen wir hier ein Baby Dragon wieder spielen. So. Er muss jetzt eigentlich seine Skelette an mich bringen. Okay, er bringt die da. Das ist ein bisschen dumm, weil ich springe jetzt einfach Fledermäuse. So. Dann bringe ich mal meine Rabauken. Hier könnte ich. Ja, okay, ich bin lieber keine abgeben. Ich bin lieber hier mein Koboldriesen. Oh, wichtig. Das war nicht schlecht. Hier bringe ich einfach hier raus. Hier bringe ich dann den nächsten Fischer. Ja, das macht er gut, das macht er nicht gut. Das macht er nicht schlecht. Ist der Eiskumpel davor? Ah, schade, ja. Schade, schade, schade. Okay. Hier bringe ich jetzt einen Erdbeben. Der muss seine Skelette hinbringen. Er muss ihn bringen. Jetzt kann er ihn nicht bringen und das ist schon mal sehr gut für uns. Weil der Koboldriese ist da gefühlt für 3 Jahre dran. Jetzt bringe ich mal den nächsten Eisgolem. Fledermaus. Boah, warum habe ich jetzt einen Schluck auf? Fledermäusen machen einen sehr, sehr guten Job. Und ich glaube, das war's. Weil die Fledermäuse töten den Hunter oder einigermaßen. Dann bringen wir mal sowas. Hier bringen wir einfach Rabauken plus Skelette. Dann bringen wir mal hier den Koboldriesen. Dann die Fledermäuse und dann hier irgendwo den Predict für die Skelettarmee. Ich glaube, der hat aufgegeben. Ne? Okay, der hat noch nicht aufgegeben, Bruder. Dein Turm hat nur noch 1000 HP. Mein hat noch 10.000 HP. Wieso gibst du nicht auf? Wieso? Wieso? Also, das ist doch so dumm. Also, das ist der. Das, ich, also, jeder würde sich hundertprozentig sicher sein, dass ich das gewinne. Wieso? Wenn mein Turm mehr HP hat. Ich habe gefühlt 3000 Truppen auf dem Feld. Aber nein, er gibt nicht auf. Okay. Wir gehen direkt in die nächste Runde rein. Oh, das ist schwer, Digga. Das ist schwer. Das ist schwer. Mauerbrecher werden noch ekelhafter werden, weil ich dann splinten könnte. Oh, ich glaube, Magier, ne? Ja, Magier. Die Skelette haben wir, auf jeden Fall die Skelette haben wir. Und. Lieber der Ritter, ja. Lava-Hund ist teuer. Und okay, ist zwar eine gute Karte gegen so ein Dings, aber trotzdem ist zu teuer. Lieber billige Karten. Und einen schnellen Cycle. Jetzt guck mal, jetzt muss er beide Seiten verteidigen. Oder er wird jetzt diesen Schaden kassieren, ja. Er kassiert dieses Schaden. Und damit hat er 800 Schaden kassiert. Und ich bringe jetzt hier einfach einen Ritter. Er bringt einfach jetzt seinen Lava und random. Und jetzt noch ein Eismagier, Digga. Oh, das schmerzt doch, das schmerzt doch. Jetzt wird er irgendwo seine Minions spielen und das wird so geil. Jetzt kommt einfach der dicke Magier hier, ne? Okay. Der Magier war ein bisschen fails, aber nicht schlimm. Oh, der Schneeball war auch fails, aber gar kein Problem, gar kein Problem. Ich bringe jetzt einfach hier meine Mauerbrecher, ne? Jetzt muss er die noch verteidigen. Und der wird kein Elixier haben, weil er gefühlt 3000 ausgegeben hat. Und der eine wird connecten. Plus der Dart Goblin stirbt auch noch, das ist auch noch geil. Ich
So, jetzt wird erstmal die Guards da sterben und der muss mein Magic Archer verteidigen. Jetzt könnten wir vielleicht noch einen Heilgeist. Komm. Oh, der wird wieder geheilt. Wichtig. Boah, jetzt muss er noch eine Luftpost spielen, aber Bruder, die Mauerbrecher. Schmerz, Schmerz, Schmerz. Das tut weh. Das tut sehr, sehr weh. Magic Archer, Ritter. Dann der Heilgeist, der könnte auch noch gut werden. Um zu kiten noch so ein bisschen. Und sehr, sehr gut. Jetzt splitten wir einfach. Jetzt einfach alles splitten. Einfach alles splitten. Ne, auf Chillig-Basis. Der muss jetzt die rechte Seite verteilen. Das macht der. Oh, die Mauerbrecher. Also, Bruder, was ist das denn jetzt? Jetzt könnte sogar noch ein bisschen Krise werden. Fällt mir auf. Oder nee. Doch nicht. Jetzt bringen wir mal sowas. Warum habe ich jetzt so Voice Crates? Richtig auch nicht, ist aber egal. Der Heilgeist heilt die wieder. Der muss gefühlt 3000 Elixier investieren, um das zu verteidigen. Warum kann ich kein Deutsch? Ist die Frage so. Weiß ich selber nicht. Ich gehe einfach rein. So. Einfach rein spammen, jetzt einfach nur noch rein spammen, ja. Einfach rein spammen und, ja. Und wir haben gewonnen, geil. Wichtig, 187 noch am Turm gewesen, geil. Und das, also ihr müsst in dieser Herausforderung immer einfach Spam-Karten spielen, einfach Spam. Hier ist einfach nur Spam. Wenn ihr Spam spielt, habt ihr direkt gewonnen. Jetzt kriegen wir sogar noch als Belohnung eine Mastery, ne? Auch geil. Was kriegen wir? Magic Archer zweimal sogar, oh, geil, Digga. Zwei Leagues in einer Folge, auch geil. Und, ey, man bekommt XP. Man bekommt XP von 100 XP. Kriegt man von Masteries. Das wusste ich nicht. Also könnte ich Karten wie Beispiel Friedhof, die ich noch nicht gemeistert habe. Ah, hier kriegt man kein XP. Warte mal, braucht man Level 1, um XP zu bekommen, oder? Bin ich dumm. Warte mal. Würde ich jetzt hier XP bekommen? Oder, hä? Ich check das gerade nicht. Krieg ich hier XP? Nee, hä? Wie hab ich gerade XP bekommen? Das ist jetzt die Frage so, hä? Krieg man. Hab ich halt 100 XP bekommen von Magic Archer oder nicht? Ich muss doch jetzt XP bekommen. Wenn ich halt Kartenmeister oder nicht, ne? Hier. Es war Level 1, okay. Würde ich dann jetzt hier auch XP bekommen? Und. Ah, ja, so, okay. Okay, das wusste ich nicht. Hier würde ich auch. Ach so, bei jeder Karte ist das. Ach so, okay. Dann würde ich auch Beispiel hier. Ah, hier, ja, 100 XP, okay. Geil. Das wusste ich nicht, ne? Das habe ich jetzt einfach so gelernt. Das wusste ich nicht. Okay, das war's auch eigentlich mit dem Video. Diese zwei Runden, ja, muss ich jetzt auch nicht machen, ne? Ja, falls euch das Video gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da und unterstützt mich kostenlos mit einem Abo. Wir brauchen nicht mehr viel für die 100 Abonnenten, würde mich sehr freuen. Und ja, gibt's noch irgendwas? Creator Code Bigspin, nicht vergessen. Und ja, ciao. Habt Spaß, bleibt gesund, bis dann.